Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Brotherhood mit mir, dem Blackbeard. In der letzten Folge haben wir ja den kleinen Kurtisanenauftrag erledigt, möchte ich mal sagen. Und heute werden wir dann mal schauen, was ist denn zu tun? Was haben wir zu tun? Was haben wir zu tun? Wir haben ja noch ein paar Assassinen zu rekrutieren. Machen wir doch gerade mal noch. Befreien hier noch ein paar Bürger. Also helfen da noch ein paar Bürgern. Oh, wir haben 18.000 Florin im Tresor. Sehr schön. Sant'Antonio dei Portoghesi. Oh, Feuerspucker. Der Bürger wurde getötet, okay. Wie gemein. Dann befreien wir halt eben noch diesen. Ärgerlich, aber kann man nichts machen. Schwupps. Einmal ins Stroh, das nächste Mal nehme ich eine nette Dame mit hier, die hier zum Beispiel. Entschuldigung, Dame. Entschuldigen Sie die Dame. Entschuldigung. Oh, Milady? Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich danke euch. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Signore. Grazie, amica. So, dann wollen wir mal kurz hier den Steckbrief noch. Flup, flup, flup. Da fliegen die Wurfmesser. Da fliegen die Wurfmesser. Da ist der Steckbrief. So. Was machen wir? Gute Frage. Ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal hier durch Rom. Oh, wir haben hier noch einen Kunsthändler, der noch nicht freigekauft ist. Aber noch einen Kunsthändler, den ich noch nicht gekauft habe. Aber noch einen Arzt und einen Schneider, die noch zu kaufen sind. Wir haben noch so einen Tunneleingang. Ja. Ich würde sagen. Ja, wir gehen immer zu dem Schmied hier. Da ist auch noch so ein. Auch noch so ein Assassinturm, so ein Taubenschlag. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Laufen wir mal dahin. Wir machen heute ein bisschen mal wir spielen heute mal ein bisschen den Befreier. Ja? Das heißt, wir helfen Bürgern in Not und rekrutieren diese für unsere Sache. Zu unserer Unterstützung. Schwupps. 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 Oh, ich sollte mal hier eingreifen.
So. Ich musste da kurz eingreifen, weil die waren kurz davor zu verlieren, drauf zu gehen. Und das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten, dass die drauf gehen. Das wäre mir zu schade. Ach, den habe ich schon, okay. Ja, interessiert mich nicht, was du da an Ware hast oder nicht. Kann ich mal ein bisschen plündern? Und dann wollen wir ja weiter hier zu dem Schmied, genau. Habe mich ablenken lassen. Bin ich doch glatt ausgerutscht auf die Taste mit meinem Finger auf die Taste gekommen, die Assassinen zu rufen. Wie konnte ich nur? Ich habe gestern monströse Breitschwerter hergestellt. Perfekt zum Einschüchtern. Ja. So, schauen wir doch mal, dass wir ein paar Assassinen losschicken auf Mission. Ja. Setze ich auf Rüstung. Auch auf Rüstung. Da fehlt mir noch einer, dann kriege ich den dritten. Und hierfür muss ich noch ein paar Borgia-Türme anzünden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 können wir sogar haben. 12 Assassinen sogar. Aufträge. Venedig, 3 verfügbare Aufträge. Einen Herold bestechen. Wählen wir die mal aus. Und schicken. Euch 3 los. Mission akzeptieren. Nachricht abfangen. Wenn ich die 2 ja losschicke. 86% nur nein, das ist zu wenig. Alles klar. Aber warte mal gerade, wir können die hier nach Rom schicken. Das bestimmt die Händler verteidigen. Kann ich doch einen reinschicken, reinstellen, oder? Ja. Mission starten. Alle Stufe 2, okay. Moskau? Nee. Paris? London? Schicken wir sie mal los. Während wir uns weitere Assassinen holen. Dort hätten wir zum Beispiel noch einen. Komm ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. Alles klar. So, den nächsten befreit. Sehr schön. Grazie, diese Borgia Bastardi. Aber ihr seid ein bemerkenswerter Krieger. Könntet ihr mich unterrichten? Aber gerne doch, mein Freund. Mi amico. Gerne doch. So, hier hängt ein Steckbrief. Sehr schön. Schwupps. Mal ganz kurz entfernt. Das hier ist so ein Turm. Ach, das ist hier ein Turm, richtig? Ja, okay. Und haben immer noch diesen Turm, wo wir nicht hinkommen.
wo ich nicht weiß, wie ich da oben dran komme an den Aussichtspunkt. Das ist ja quasi unser Startpunkt gewesen, da sind wir ja angefangen. Sind wir angekommen in Rom? Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht trauen werdet. Direkt vor den Türen der Gotteshäuser von Rom. Was ist wohl zu besser? Ein neuer Fabriken der Guardia. So, dann wollen wir doch mal schauen. Wie gesagt, ist unser Startpunkt gewesen. Huch, die sind weg, okay. Das ist dieser Turm und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, ey. Das ist doch ärgerlich. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Huch, wo er denn da springt? Ich muss da irgendwie oben dran kommen. Aber ich komme da nicht hin. Ich komme da oben nicht dran. Ne? Ich muss da irgendwie hinkommen. Aber wie? Wie komme ich da dran? Frage ich mich. Wie komme ich da dran, frage ich mich. Von hier ja mal nicht. Warte mal, da muss doch einfach darüber springen können. Der muss doch darüber springen können irgendwie. Kann mir doch keiner erzählen. Wieso springt der nicht, kann er nicht an den Block da drüben hinspringen? Mal kurz warten, bis das er sich da abgeregt hat. Alles klar. Oh, nein! Da waren wir doch oben. Ach, dieser Dreckskerl. Och, da war mir da dran. Na, warte. Wo bist du? So. Ruhe. Schwupps. Ja, also geht doch. Es geht doch, da kommen wir doch also hin, ey. Ich dachte schon, hä, irgendwie muss man doch da hochkommen können. Und ja, so kommen wir da hin. Wir haben ihn. Leute, das war wohl der längste Aussichtspunkt aller Zeiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Damit haben wir das. Hier unten haben wir eine Bank. Da haben wir noch einen Tunneleingang. Genau, den können wir auch noch kaufen hier. Markieren wir uns mal kurz. Springen eben flugs mal hier rein. Holen uns das Geld aus der Bank. Ja, komm hier, investieren. Investieren wir mal in das Geschäft hier unten. Danke. Oh, wir können sogar bis zu 60.000 Florin. Oh. Nein. Ja, das möchte ich. Ausbau möchte ich. Nicht Pferd rufen. Und dann holen wir uns doch hier vorne an der Bank den Steckbrief.
Der da oben hängt? So. Und jetzt als nächstes, wo muss er hier diesen Tunneleingang? Yay, yay. Op, op, op. Sehr schön. Mal nach hier oben drauf. Mission erfolgreich, sehr schön. Ja, das machen wir gleich mal unterwegs zwischendurch. Einen Ausrufer verteidigen war auch erfolgreich, hervorragend. Hortensia Orlandi. Bauen wir den mal kurz aus. Gehen in die Karte und schauen mal, wo wir denn hier. Was haben denn? Haben wir denn hier? Was bist du denn? Beschädigt? Was? Beschädigtes Aquädukt? Aquädukt? Wird repariert. Beschädigtes Aquädukt. Ich würde sagen, wir reparieren nochmal das beschädigte Aquädukt. Auf dass das mal ganz wird und das Wasser wieder fließen kann. Hoch. 3500, ausbauen. Schwupps, und da fließt das Wasser sehr schön. Das wird wohl genügen, nicht? Adios. Dort ist der Taubenschlag, sehr schön. Mal kurz interagieren. Potenzielle Assassine, jupp. Neues Assassinsignal. Heroldbestechung wurde erfolgreich abgeschlossen. Stufe 2, Länder verteidigen. Stufe 3, Stufe 3. Jetzt gehst du auf Waffen. Gehst auch auf Waffen. Gehst auf Rüstung. Zwei können wir noch. Aber dann brauchen wir noch mehr Voyager-Türme. Aufträge. In Paris hat mir doch so einen. Destruktive Kritik. Schicken wir ihn los, sie schicken wir mit hin und ihn schicken wir mit hin und starten die Mission. Das sind nur schwere, okay. Lissabon. Da können wir einzeln hinschicken, hier, zack. Mission starten. So, haben wir die Jungs auch wieder losgeschickt. Und wir gehen jetzt, was machen wir? Zwei können wir noch befreien, ne? Ja. Zwei können wir noch befreien. Holen wir uns den. Oh, falsche Richtung, ich laufe. Schön, dass ich das ja auch mitkriege.
gut zu, Leute. Komm runter da und stirb. So. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank für eure Hilfe. Aber sie werden mich aufspüren. Ich kann nicht bleiben. Nehmt ihr mich mit, Signore? Aber natürlich, mein Freund. Aber na, selbstverständlich nehmen wir dich mit. So, dann nehmen wir noch hier den Schmied mit. Und da können wir noch einen können wir mitnehmen. Noch einen. Wir haben eine etablierte hauseigene Schlosserei für all eure häuslichen Bedürfnisse. Bist du betrunken? Na, bist du betrunken, Milady? Sind Sie es? Ich bin es nicht. Oder seid ihr es? Lissabon, hast du noch eine Einser? Nein. Konstantinopel? Ja. 97%? Ja, komm, schick mal los. Muss ja schon schwer was schief gehen, um damit der nicht damit er scheitert. So, einen können wir noch. Einen können wir noch. Ich würde sagen, wir nehmen dann noch den hier mit. Und zwar ist er da hinten. Okay. Er lässt seine Kiste fallen. Sieh ihren Fächer. Da liegt ein Apfel rum. Ja. Ich bin gesund, vielen Dank, der Herr. Grazie mille, dottore. Aber ich bin gesund. Verdammte Bürger wurde getötet, aber egal. Nehmen wir hier ein bisschen was mit. Ist hier oben? Nee, wo ist denn der? Wo ist denn der Steckbrief? Hallo, Steckbrief. Wo versteckst du dich? Da ist der Steckbrief. Ist ein Versteckbrief. Ahaha, hahaha. Unlustig, ich weiß. Entschuldigung. Mal schauen, guck mal hier rüber, irgendwie in die Richtung gelaufen oder so. Mal gucken, 90 Grad nach links einfach. Mal schauen, wir laufen einfach mal. In die Richtung. Kommt man da hin oder ist dann noch gesperrt? Dort ist noch gesperrt, wie es scheint. Ja, hier ist noch gesperrt. Okay, 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 okay. Das heißt, da in dem Bereich kommen wir noch nicht. Komme ich an den Tunnel? Mal schauen, vielleicht komme ich schon an den Tunnel dran, aber ich glaube eher nicht. Nein, ich denke ja mal eher, dass hier dieser gestrichelte Ring, der da gezogen ist, diese gestrichelte Linie. Nein, kommen wir nicht dran, okay. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier runter. Rekrutieren noch diesen Assassinen.
Also versuchen das zumindest, diesem Bürger zu helfen irgendwie. Colle Viminale, okay. So, locken wir jetzt hier längs. Na komm. Boom. Da haben wir ihm noch eine Kugel ins Kreuz gejagt. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich lebe noch. Ich kann dank euch den Kampf gegen die Borgia fortsetzen. Mein Schwert steht euch zur Verfügung, Bruder. Oh, vielen Dank. Fähige Männer kann man immer gebrauchen. So. Das wäre dann dies. Und noch kurz den Steckbrief hier weg. Na komm. Verschwinde, Steckbrief. Und dann würde ich sagen, haben wir es doch, oder? Mehr können wir momentan eh nicht rekrutieren. Ja. Mehr können wir im Moment eh nicht rekrutieren. Das heißt, wir machen jetzt hier rüber auf den Weg. Kaufen noch diesen Arzt frei. Wir machen heute einfach mal so ein bisschen eine Schau- und Laufrunde, Einkaufrunde, Geld ausgeben Runde und so weiter und so fort. Kommen wir hier rein oder sagen die, ist nicht? Ist nicht, okay. Alles klar. Ja, steck dir deine Liste sonst wo hin, mein Freund. Ich glaube nicht, dass seine Liste mir irgendwas anhaben kann. Wie gesagt, wir machen heute einfach mal einen auf ruhige Folge. Menschenretter, Geldspender und so weiter und so fort. Dann müsst ihr was dafür tun, wenn ihr was bewirken wollt. Kämpft dafür. Ihr seid überzeugt von dem, was ihr tut? Kämpft dafür. Und ihr könnt was bewirken, so klein ihr auch sein mögt. Er macht ihr da gerade einen Antrag und sie sagt, was für ein Mann. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, die man hören möchte als, ja. Als Antragstellender, sag ich mal, ne? Also irgendwie. Naja. Muss jeder selbst wissen, wie man so drauf reagiert. Heilung, Gesundheit, Ekel. Oh, es läuft. Meine Assassinen kehren alle heil und gesund zurück. Sehr schön. So. Haben wir mal kurz den Abstecher nach dort. Und ist auch diesen Tunnel. Ich glaube, wir spielen jetzt einfach hier mal ein bisschen so ganz gechillt. Sag ich mal. Ohne große Aufsehen zu erregen. Ich kann dieses Gebäude, dieser Komplex ist zu kaufen. Was kostet der? 30.000 Mercati di Traiano. Okay. Rück. Da. Nein, oh, hä? Da möchte ich hin. Alles klar. Wo habe ich meinen Gesuchtstatus her? Naja, egal. Huch.
Sehr schön. Sie werden immer besser, immer stärker, immer toller, meine Assassinen. So, wo möchte ich jetzt hin? Da jetzt, wo meine Aufträge allesamt wieder reinkommen, möchte ich jetzt eigentlich mal in diese Richtung, diesen Kunsthändler noch. Und dann zu dem Steckbrief, der da, bis zu dem Assassinenturm, Taubenschlag. Taubenschlag, da. Mercante di Arte. Und da in der Nähe muss auch irgendwo so ein Taubenschlag sein. Wollen wir noch hier kurz Geld reinstecken? Ja, machen wir jetzt noch fix. Und ich verspreche dann in der nächsten Folge, in der nächsten Folge werden wir dann wieder ein bisschen mehr Action machen. Da werde ich mich auf Mission begeben. So, mal schauen. Müssen doch eigentlich alle wieder zurückgekommen sein, oder? Assassinen, sehr schön. Haben wir alle? Ah, fast alle. Hier kann ich nochmal eins auf Rüstung geben. Hier gebe ich einen auf Rüstung. Hier gebe ich... nein, ich wollte... Kann ich den wieder zurücknehmen vielleicht? Nein? Okay. Auf Rüstung. Rüstung. Okay. Aufträge. Oh, in Köln hat es neue Aufträge. Einen Doktor eliminieren, ja. Da schicken wir mal den Level 1 hin. Komm, hier, da, zack. Mission starten. F13, 20, 18 EP, ja. 230 EP aufgeteilt auf 4, sind wir bei 50 jeweils, ja komm. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kriegt jeder 58 EP drauf, perfekt. Können wir starten. Und wir machen jetzt noch in Venedig. Nee. Ja, London. Schießpulver vernichten. Ja, komm. Wie viel gibt's? 20 EP dafür nur. Ach, das ist ja blöde. Ja, schick mal hier den Level 3er dahin. Mission starten. ...60%, 100%. Sehr schön. Können wir machen. Und starten. Gut. Sehr schön. So. Wie gesagt, hol mir jetzt noch fix den Steckbrief. Wenn ich den entfinde. Was ist los? Danke. So, den Steckbrief noch entfernen. Und nun, was machen wir? Was habe ich denn hier noch? Hier habe ich noch einen Kunsthändler und noch einen Arzt und einen Schneider zu kaufen.
Haus zu bauen, ne? Ja, komm, die drei Dinger, die holen wir uns jetzt noch schnell. Kunsthändler, Arzt, Schneider. Fangen wir beim Kunsthändler an. Auf geht's. Vorsichtig! Nein, nicht da rein. So, in die Geschäfte investieren wir jetzt noch fix Geld. Ja, wir haben ja immerhin 20.000 wieder. Und durch die Aufträge kriegen wir mehr als genug Geld rein. Und von daher, wir können es uns leisten, sag ich mal. Attention, Schnäppchenjäger. Ich hab aus meinem Hinterhof. Weiter geht's. Jener Arzt. Zwei schöne Statuen hervorgetreten. Jeden Arzt noch fix renovieren. Braucht ihr medizinische Hilfe? Und dann noch fix diesen Schneider. Welcher auch hier direkt ums Eck liegt irgendwo. Entschuldigung. Oh, ich roll mich mal kurz durch die Gegend hier. Und auch noch diesen Schneider renovieren wir. Neue Gegenstände freigeschaltet. Oh, mal gucken, was wir kaufen können. Beutel. Messergürtel-Erweiterung. Juhu, wir können jetzt mehr Messergürtel, Messer tragen. Messer. Und die nehmen wir auch noch mit. Haben wir da noch großes Gifttäschchen? Okay. Rauchbombenbeutel, mittlerer Köcher, ja, großer Köcher. Alles klar. So. Gut. Das war's. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier soweit alles renoviert, was geht. Jetzt haben wir noch hier einen Borgia-Turm. Das war diesen hier. Jetzt haben wir noch hier diesen Borgia-Turm zu erledigen. Und da haben wir hier, wir haben hier noch ein Fraktionsgebäude. Ein leeres Fraktionsgebäude, sicher jetzt erst. Wie konnte mir das nur passieren? Hier oben haben wir Kurtisanen, hier haben wir Assassinen. Dort haben wir Assassinen. Assassinen. Können wir in den Hirn stecken, Krieger? Mal schauen. Da flitzen wir jetzt noch kurz hin. Das machen wir jetzt noch zum Abschluss in dieser Folge. Entschuldigung, Dame. Milady, scusi.
Immer diese verwinkelten Gassen und Straßen hier. Hey Bella. Bist du hier oben? Ist das hier oben das Gebäude? Ja, es ist das Gebäude hier oben. Wen setze ich denn hier ein? Diebe, Söldner, Kurtisan, Diebe, Söldner, Kurtisan. Ich glaube, ich setze hier die Söldner ein. Ich setze mich einfach mal hier, die Söldner. Ja, hervorragend. Werfe nochmal einen Blick auf die Karte. Das 8. Zentro zu 96%, ja. Gut, uns fehlen jetzt natürlich noch hier, ich glaube, was ist noch mit rein zählt. Zum Wiederaufbau sind hier diese, hier die Teile, die man noch so kaufen kann, ne? diese Ruinen. Was haben wir hier noch? Der Palazzo Senatorio. Hier das Mausoleo, die irgendwen. Die Augusto. Ne, die können wir, glaube ich, die zählen noch mit da rein, wenn mich nicht alles täuscht. Die kann man noch kaufen und hier noch das Pantheon natürlich, ne? Das Pantheon auch noch. Die zählen, glaube ich, mit da rein zum Wiederaufbau. Wenn mich nicht alles täuscht. Gut. Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann mal, dass wir eventuell uns dieses Borgia-Turms annehmen dann. Ne? Wenn wir uns diesen Borgia-Turm annehmen. Mal schauen, ob wir den dann kriegen. Und ansonsten machen wir dann weiter einfach mit der Hauptmission und gucken, wo uns die Reise weiter hinführt. Mal kurz einen Blick auf den Borgia-Einfluss werfen. Oh, Borgia-Gebiet befreit. Borgia-Gebiet befreit. Oh, sehr schön. Oh, das gefällt mir. Haben wir noch 1, 2, 3, 4 Gebiete zu befreien? Welche von den Borgia noch quasi regiert werden? Schwierigkeitsgrad. Oh, das sind 5er Schwierigkeitsgrad. Okay. Das sind 4er. Ein 3er. Was bist du hier oben? Ein 2er. Aber da kommen wir noch nicht hin. Zu dem kommen wir noch nicht hin, das ist ja noch die Grenze, ist noch abgeschottet. Das ist natürlich ein Knaller, ein 5er ist ein Knaller. Na, mal schauen. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ich schalte dann auch morgen wieder ein. Hier bei Assassin's Creed mit Ezio Auditore, wie er Bilder anstarrt. Und mir, dem Blackbeard. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.